Hallo, liebe Eltern und liebe Freunde des Schuhwidu. Heute ein spannendes Thema: zu enge Schuhe oder eng anliegend. Was ist der Unterschied und wie erkenne ich das? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen, euch gleich wiederzusehen. Bis gleich. Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe interessieren. Wer es im Vorfeld schon gesehen hat, heute geht es spannendes Thema zu enge Schuhe oder eng anliegend. Was ist der große Unterschied? Denn genau dieses Problem haben wir ja immer zu Zeiten des Schuhwechsels, des Saisonwechsels. Also ich sage mal von kalt nach warm, von warm nach kalt. So, und das bedeutet dann auch immer wieder, dass wir den Eltern versuchen zu übersetzen, was das Kind denn jetzt dann wohl gerade meinen würde. Nun hatte man das in den letzten Wochen gehabt, also es war schön warm gewesen, man hat wenig an den Füßen gehabt, Oberbekleidung war so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Und jetzt geht es sozusagen auf die kühleren Tage zu. Das heißt, ich brauche automatisch einen Schuh, der meinen Fuß schützt vor Unterkühlung und vor Schmutz und vor den anderen Ungegebenheiten dieser Welt. Und damit ist dann wieder dieses große Thema des Schuhwechsels bei den meisten Eltern an oberster Tageszielstelle. Was wir natürlich dann in diesen Tagen und Wochen immer als erstes hören, wenn ein Kind einen Schuh wechselt: das ist zu eng, das ist zu schmal, das drückt. Und auch hier gibt es ja verschiedene Interpretationen. Das heißt also, auch gerade ein Laufanfängerkind, was die ersten Schuhe braucht und vielleicht mal gerade eine super weiche Lederpusche gewöhnt ist, wird nicht gerade hoch erfreut sein, wenn es sozusagen einen Krabbelschuh angezogen bekommt, der also aus zwei Seiten Leder besteht. Das heißt also, ich habe ein Lederfutter, ich habe ein Außenleder. Das Material ist nicht so knautschig, nicht so weich, so soft wie der hier, sondern bietet insgesamt ein bisschen mehr Stabilität, mehr Halt. Es gibt Kinder, die reagieren auf den Wechsel relativ entspannt. Und dann gibt es Kinder, für die bricht in dem Moment eine Welt zusammen. Dann ist man natürlich immer geneigt, als Mama zu denken: jo, oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Das sind halt so die Widrigkeiten des Lebens und jedes Kind zeigt es sozusagen emotional anders. Was wir dann versuchen, immer im Geschäft natürlich mit zu übersetzen, dass Kinder natürlich keineswegs immer erfreut sind, wenn sich der jeweilige Zustand ändert. Es fängt also, wie gesagt, mit den Laufanfängern an, die den ersten, zweiten oder dritten Schuh bekommen. Und selbst die, wenn die jetzt so eine längere Pause hatten, wo ich viel barfuß gelaufen bin, klar fühlt sich das jetzt anders an. Und klar fühlt sich das erst recht anders an. Und nichts anderes zeige ich meinen Eltern mit Mimik, Gestik und was mir sonst noch zur Verfügung steht. Das heißt also, selbst auch bei älteren Kindern ist es halt so, das heißt, wenn ich selbst das Modell wechsle, ich komme vom super weichen Nanga in den klassischen Hausschuh, ganz einfach, weil es die Schule oder die Kita verlangt. Die wollen halt welche mit der stabileren Sohle, das heißt nicht, dass die nicht flexibel wäre, aber es ist eben halt trotzdem ein anderes Laufgefühl generell oder ein anderes Gefühl am Fuß als dieser super weiche Nanga Hausschuh. Ja, das ist also barfuß, weniger Schuh geht im Grunde genommen nicht, ist ja praktisch wie eine Socke. Und hier habe ich auch wieder zweilagiges Material. Ich habe eine etwas festere Sohle, wie schon gezeigt. Die ist nicht hart, die ist nicht fest, ja, geht trotzdem mit dem Fuß mit. Aber von vielen Einrichtungen wird sowas eben halt bevorzugt. Gerade weil es den versicherungstechnischen Ansprüchen eher genügt als die Barfußmodelle. Hier muss man natürlich dann immer bloß drauf achten, und das ist, erzähle ich immer in jedem Video, das, was wir hier drehen, dass natürlich die Fußbreite mitentscheidend ist bei der Auswahl der Modelle. Aus diesem Grund machen wir die Vorauswahl als Verkaufspersonal, unterbreiten den Eltern und den Kindern dann diese Vorschläge, und daraus sucht sich dann sozusagen das Kind seinen Lieblingsschuh dann aus. Auch hier ist, wie gesagt, immer die Weite das Ausschlaggebende oder die,
Die Form des Fußes mit das ausschlaggebende Kriterium für die Auswahl der Schuhe. Das würde also auch bedeuten, ein Kind tut sich auch schwer und sagt, es ist eng, es ist zu eng, es drückt, wenn wir einfach nur das Modell wechseln. Wir gehen von einem flachen auf einen höheren Schuh. Auch hier werden wir als erstes immer diesen Hinweis bekommen, das drückt, das ist zu eng. Und damit meint ein Kind eigentlich nichts anderes als die große verlängerte Lederlasche, die ja auch hier wieder den Fuß schützt und die sozusagen den Druck verteilt und auch gleich mit dafür sorgt, dass man einen guten Rückhalt im Schuh hat. Natürlich ist es ein anderes Gefühl, weil das geht jetzt sozusagen in diesen Bewegungsspielraum des Fußes mit rein. Der war hier freigelegt beim Halbschuh. Hier habe ich wieder was Höheres, schon habe ich ein anderes Empfinden. Meistens wird dann, ja, das drückt, das ist halt so. Kritisch ist es vor allen Dingen dann noch, wenn man zum Beispiel mit Sneakersocken solche halbhohen Schuhe probiert, dann merke ich das auf der Haut, wird auch zum Beispiel gleich gesagt von den Kindern, das gefällt mir nicht. Logische Konsequenz, wir erwähnen dann immer, meistens hat man ja dann auch richtig Söckchen an oder Strumpfhosen, wo das dann im Allgemeinen dann auch schon wieder revidiert wird. Das ist immer nur der erste Eindruck, den Kinder sozusagen kundtun. Und auch hier wieder muss ich natürlich als Mama mitentscheiden, beziehungsweise sollte ich um die Beschaffenheit des Kinderfußes Bescheid wissen, welche Größe, welche Weite hat denn mein Kind? Ja? Auch dann kann ich erst den richtigen Schuh mit raussuchen. Wir schauen uns das zum Beispiel immer an, indem wir uns das zum Beispiel anschauen oder abtasten, dieses Entlangfahren am Schaft. Wenn der Fuß hier ordentlich drin steht und er nicht zu eng ist, ich rede jetzt nicht von eng anliegend. Eng anliegend bedeutet, also der Fuß hat hier drin eine Führung. So soll es ja auch immer sein. Man sagt ja nicht umsonst, lieber enger denn weiter. Und auch das war schon mal Thema eines Videos gewesen, dass man eben halt wirklich nicht zu weite Schuhe kaufen sollte, weil dann breitet sich der Fuß noch mehr aus. Also liebe Eltern, achtet mit drauf, guckt euch die Schuhe an, geht auch mal mit den Händen drüber. Wenn ich hier in dem Bereich schon den Sitz der kleinen Zehe durchspüre und der Fuß sozusagen über die Sohlenkante sich seinen Weg sucht, dann ist ein Schuh garantiert zu eng. Wenn der Schuh aber so bleibt, wie er ist und ich merke hier bloß ganz, ganz fein den Fuß durch, dann ist er normal anliegend, dann kann der Schuh nicht zu eng sein. Deswegen meine Bitte, demnächst Augen auf beim Kinderschuhkauf. Versucht mal verschiedene Modelle dem Kind anzuziehen und nicht vielleicht nur den Blinkerschuh ins Auge zu fassen, damit das Kind seinen Willen bekommt, ja? Sondern eben halt wirklich auch mal zu schauen, guck mal, der hat es vielleicht auch Glitzer, der andere hat ein Einhorn, der hat eine Rakete oder was weiß ich. Dass man einfach mal sagt, okay, wir ziehen jetzt mal 2, 3 verschiedene Modelle an und wir gucken uns das gemeinsam an, passt das oder passt das nicht. Und dann kann ich auch sagen, jawohl, dann habe ich einen gut sitzenden Schuh, der ist A nicht zu eng, sondern er liegt schön an. Und das ist der große und aber entscheidende Unterschied. So, ich hoffe doch, ich habe euch wieder ein bisschen weitergeholfen, insbesondere bei den Laufanfängern, weil das ist ja nun auch wieder ein großes Thema in der Übergangszeit. Ja, und demzufolge bleibt schön neugierig. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns dann und euch noch einen schönen Tag.